авангард был детищем революции. А революция, как известно, пожирает своих детей. Творческий человек в советской стране был жертвой режима. То, что они называют культурной революцией, а на самом деле это не революция, а просто подавление всякого свободного творчества. Der Sinn des sozialistischen Staates war, den neuen Menschen zu entwickeln und zu entfalten. Und da hatte Kunst natürlich ihre Rolle zu spielen. Avantgardistische Künstler in der frühen Sowjetunion hatten im Prinzip drei Möglichkeiten. Sie konnten auswandern, sie konnten zu braven propagandistischen Apparatschiks werden oder sie mussten ein Doppelleben führen. Und das war sehr gefährlich, denn wenn dieses Doppelleben entdeckt wurde, dann konnte das ein Todesurteil sein. Wenn es noch vor 20 Jahren einen gewissen Schimmer einer Hoffnung gab, dass endlich ist der Spuk der Sowjetunion weg, so glaube ich, ist es heute etwas anders einzuschätzen. Und zum Teil sind viele Schaffenden besorgt, dass die Idiome der Sowjetunion zurückkommen.